Tragsam. Hi. Wunderschönen guten Hallo. Ha. Huckelu. So. Hi, könnt ihr mich hören? Hallo? Wie geht's dir, Bruder? Bisschen depressed, aber sonst gut. Ich hoffe, euch allen geht's auch gut. Also, ihr seid alle gesund und euch geht's gut. Das hoffe ich. Hallo! Nee. Hallo Matze, hallo der Herrscher, hallo Otto, hallo Alpino, der Recruit, Loco, Real Enox, hallo Hagi, ach du Scheiße. Schattenwolf, hallo Dice, hallo. Loco, Loco Bucky, hallo. Fabian Lars, hallo. Dice habe ich glaube schon. Hallo Weezy, Chris Anthem habe ich gelesen. Hallo Matti, hallo Hanna. Hallo Hausi, hallo Ultras. Hallo Mr. Pony. Herr Schadmer schon, wer ist noch alles da? Zeigt euch, nicht schüchtern sein. Neorax, hallo. Und Weißer Series, hallo. It's me, so what? Guten Abend. Oma ist da. Maximex, hallo. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, Bruder. Hallo. Ich möchte vorlesen. Flojo, hallo, Alina. Chucky, Alter, Bruder. Was ist das schon wieder los? Dan Mac, Dice hat mal losen. Hallo, Little Yuna, hallo, Spoon, hallo. Cream Cookie, hallöchen. Hallo. Crispy Waffles, hallo. DBF, guten Abend. David und Crunch G, guten Abend. Was ist denn jetzt los? Ach ja. 719 Family Curtis, was für ein Name, Bruder. Guten Abend. Raupi, hallo. Hallo Alex 201. Tiger, hallo. Big Cello, hallo. Lohn war nie weg. Achso. Sritor, hallo. Honey Cake, hallo. Touch my Pew Pew. Mach ich nicht, aber hallo. Das ist eklig. Wasch dich. Wasch dich. Du Wish. Wer ist noch da? Hab ich alle vorgelesen? Hallo, warum rastet ihr schon wieder aus? Okay. Oh. Oh. Hallo, Zinnet. Lass mich raten, du heißt Dennis mit Z am Ende. Hallo, Melli. Bolze, Hukulu. Hallo. Ich glaube, wir haben alle. Was war das für ein. Ach ja, ich habe die Sounds ja geändert ein paar. Haha, nee. Lüg nicht. Zinnet, Dennis mit Z am Ende. Hallo, David. Hallo, Ugantor. Jetzt trudeln sie alle ein. Ja, ja, und ich bin der Dodger, ne? Also, hallo, Bizzlex. Busy. Hallo, Mike. So. Vor 12 Minuten. Alpino, Dankeschön für den Resub im 33. Monat. Und Tomarin, Dankeschön für den Resub im 10. Und Loco, danke für den Resub auch im 33. Küss mich. Geil. Es geht ab, Gino Casino. Ja, tut mir leid, war noch eben kacken. Dodge fahren gehört zum Programm hier eben. Wer sich da noch drüber wundert, Alter, der MSC nicht mehr zu helfen. Great Dancer, danke für den Prime im 16. Monat. Und Matze, danke schön für den Resub im 34. Hukulu, Pennerbär, was geht? Bubblegun, danke schön für den Prime im 5. Bucky, vielen lieben Dank für 5 Gifted Subs. Und No Name, danke schön für den Gifted an die Mila. Und Streiter, Dankeschön für den Prime im 9. Was läuft, Cousin? Nix. Nix. Nix, nix. Bucky, Dankeschön nochmal für 5 Gifted Subs. Ich hoffe, die Leute haben sich auch bedankt. Mr. Silent Fox, Dankeschön für den Resub im 21. Monat. Und Spoon, Dankeschön für den Resub im 9. Und Hukulu. Oh, Fauli hat sogar ein Geschenk bekommen. Der alte Weltreisende, der. Hier wird keiner vergessen, Fauli. Krabotke, Dankeschön für den Resub im 9. Grüße von Neyadis. Ja, ja. Sind sie gesund, haben sie gut gegessen. Gut gegessen habe ich, gesund bin ich auch. Nur ein bisschen Kopf, bisschen kaputt. So immer mit dem schlechten Fuß aufstehen, aber das ist ja bei mir nichts, ach du Scheiße.
Ist ja bei mir nichts Neues. Klims, danke schön für den Reset im 9. Aiden, danke für den Reset im 6. Spuck. Und Spoon, vielen lieben Dank für 5 Gifted-Subs. Und Dana, danke schön für den Reset im 8. Bekomme ich ein Tinkepäckchen? Jeder bekommt Tinkepäckchen. Hallo Eis. Oma oder Hausi oder Alpino oder so sollen rausgeben. Chucky, 1, 2, 3, 4. Dankeschön für 20, Alter, Bruder. 20 Gifted-Subs, Mann, vielen lieben Dank. Eieiei. Und Federdaten, Dankeschön für den Biss am 9. Oh, unser Baby. Ach ja, 9 Monate. Kopf kaputt ist bei dir seit mindestens 4 Jahren, Knallkopf. Nee, nicht seit 4. Seit 3. Seit 3 Jahren ist der ein bisschen kaputt. Nimmt ruhig den Gepäckchen. Kühlschrank steht auf. Ist offen. Ich habe einen Sohn bekommen mit Federdaten, by the way. Und Lazarus, Dankeschön für den Prime im 47. Monat. Und Lusen, Dankeschön für Resub im 3 Monate im Voraus. Und Vocal, danke für den Prime im 20. Nicht 4, nein. 2017 minus ein Jahr Pause. Das sind 3 Jahre. Ich habe, Federdaten hat einen Sohn bekommen. Der war schwanger von mir. Vocal, danke für den Prime im 20. und Hukulu. Und Mike, danke schön für den Prime im 25. Dann kommt Mashuk mit dem Resub im 36. Alle guten Dinge sind 3. Yo, dankeschön. Chalpis, danke für den Resub im 20. Du bist sehr dumm, by the way. Das stimmt. Aber du hast echt 3-4 Jahre dafür gebraucht, um das zu merken. Aber ist nicht schlimm. Edgar Wallace, dein Nachbar, danke für den Prime im 7. Langsam wird's ernst. Machen wir weiter? Na klar, machen wir weiter, Junge. Wir ziehen durch bis zum bitteren Ende. Bis zum nächsten Jahresdeutsch, Bruder. Johnny Black, dankeschön für den Prime 7. Ärgerst mich immer. Wo ärgere ich dich? Das ist eine Lüge. Ich bin der liebste Mensch auf der Welt. Ich ärgere niemanden. Und Micho, dankeschön für den Resub 20. Dennis mit Z am Ende, 93, danke für den Prime 2. Was steht heute so an? Wir haben nichts geplant. Wir arbeiten hier nicht nach Skript, das ist alles Freestyle-mäßig. Shit, da ist was komisch gelaufen. Meine Tochter ist eigentlich schon 8. Ja, wir haben uns ja damals schon getroffen, ne? Victor, Dankeschön für den Resub im 6. Monat, Stufe 2. Und herzlich willkommen in Hogwarts. Loco, Dankeschön für den Resub im 14. Wie läuft denn eigentlich dein 5M-Projekt? Ich sehe da ab und zu mal ein paar Streamer so. Und Chris Anthem, Dankeschön für den Prime im 4. Und King Abim, Dankeschön für den Prime im 27. Ach, der Tony! Danke für den Prime im 44. Du bist selber ein Gött. Mizzard, Dankeschön für den Resub im 23. Dark Dragon TP, Dankeschön für den Resub im 32. Kein 31er mehr, Hypers. Das ist richtig und wichtig. Pyro, Dankeschön für den Prime im 15. Metal Gandalf, danke für den Resub im 20. Und Hansi, danke für den Prime im 10. Boah. Jetzt brauche ich erstmal Pause für eine halbe Stunde. Erstmal trinken. Heute ruhig, weil gestern geht nichts los war, oder drehst du richtig rauf? Weiß ich nicht, mal gucken. Mal gucken, wie Twinkie und so drauf ist. Hallo Gottlieb, Girl, Hukulu. Und Hukulu an alle, die gerade eingeschüttet haben. Guck zu, find's raus, ja. Ich weiß nie, was passiert, Bruder. Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall heute nicht so hyperaktiv, aber das kann sich gleich ändern, wenn ich aufgetaucht bin. Mut ist eigentlich ziemlich ist ausgeglichen. Ist nicht sad und auch nicht echt happy. Ist so neutral gerade. Sehen wir gleich. Ganz ruhig heute. Holy Häuser, Dankeschön für den Prime im 25. Monat. Ich küsse deine Kniekehle und dein Herz. Wie geht's denn euch? Was habt ihr denn gestern gemacht? Tut mir leid, dass ich nicht Bescheid gesagt habe gestern in der Bar. Ich bin einfach im Bett. Ich hab ein bisschen Rust gezockt und dann einfach, kennt ihr diesen Moment so, scheiß auf alles? Obwohl du vielleicht in dem Moment nicht gut ist. In deinem Stream gewartet, ja. Scheiße dir. Oha, Mehmet. Mashallah, Rust. Gejammert. Ja, Oma, ich habe gesehen, dass du im Discord geschrieben hast. Das habe ich aber später dann gelesen. Da, wo die Zeit schon vorbei war. Ich bin nicht perfekt, ne? Manchmal mache ich unperfekte Sachen. Ich versuche immer Bescheid zu sagen. Und meistens, da habe ich ja schon von Schwester Kusch Ärger bekommen, dass ich immer, wenn ich Bescheid sage, so früh vor dem Stream, Anfang eigentlich immer Bescheid sage. Aber manchmal passieren Sachen, die kann man nicht voraussehen. Und Kuba, dankeschön. Oh, hast du den Namen geändert? Dankeschön für den Resub im 36. Alter. 3 Jahre und du kannst es immer noch nicht haben.
Und du kannst mich immer noch am Arsch lecken. Hallo, Britta Joe. Ach, komm, Kuba. Dich vermisst, war bei Opa Willi. War Pinse gestern da, ja, ne? Unsere Autos sind wahrscheinlich immer schon wieder abgeschleppt, Alter. Hat der feine Herr nicht mehr meinen Zap beachtet? Ich seh deinen, hä, ich hab doch alle vorgelesen, Bruder. Oder war das gestern? Außerdem habe ich Danke gesagt für deinen Stufe 3 Resub, war das, ne? Wo du in dem anderen Stream Fremdwerbung gemacht hast und gesagt hast, dass du bei mir gesubbt hast. Habe ich wohl beachtet und habe auch Danke gesagt, du Lügner. Mach mir ja kein schlechtes Gewissen. Tag, Mace. Und hallo, Clumsy. Scheiße, die Geschirr-Zicki hat mich fertig gemacht. Alles aufgeätzt, so viel Knoblauch war da drin. Unfassbar. Je mehr Knoblauch, desto besser schmeckt das, Junge. Tag. Pinsel hat Hausverbot im Internet seit gestern. Warum? Was ist das für ein Lied? Achso, dann das Ende. Ich dachte schon allerdings. Manche deiner Twitter-Posts sind noch schwer zu entziffern. Was soll das denn bedeuten? Meinst du den von heute, Gott Jesus, was passiert? Hat keiner von euch Kids geguckt, den Film, Mann? Uralt schon. Ausgeknistert. Mein Zap hattest du in deinem letzten Stream auch nicht beachtet. Ist mir aber Lunte. Lüge. Wenn ich im RP bin, kann ich sein, dass ich das überlese. Dann tut's mir leid. Ich versuche immer so gut wie möglich. Heute Curtis? Nee, heute Peanut. Was sollen wir auf Curtis, Bruder? Im Kreis stehen? Hotter Black, Dankeschön für den Prime im 25. Monat. Und Master P, Dankeschön für den Prime im 2. 2 Monate, mein Liebster. Was gibt's heute zu sehen? Peanut, Mehmet, Peanut. Der Memo zockt auch wieder LP. Alle Jungs haben auch schon wieder Server gewechselt. Das Lied geht mir auf den Sack, halt's Maul. Das lösche ich direkt raus. Richtig, aber so krass hatte ich das noch nie. Glaub mir, das ist so heftig. Ich fresse schon Sodbrenntabletten wie Sau und ich esse regelmäßig dort. Dann solltest du das wahrscheinlich nicht essen, wenn du eh schon Sodbrennen kriegst. Das Problem habe ich auch noch seit, was weiß ich, Alter, das mit dem Reflux. Wisst ihr noch damals, wie ich immer gehustet habe, Alter, wie so ein Idiot? Und nicht wusste, woher das kam? Ganz schlimme Sache. Kreis-RP ist das beste RP. Nee. Ich weiß, dass einige von euch absoluten Fick darauf geben, ob der Streamer oder im RP im Kreis gestanden wird und man sich nur unterhält und so. Aber ich als derjenige, der das spielt, ich kann das nicht, Alter. Ich kann das wirklich nicht. Auch wenn das auch pures RP ist, ne, dass man irgendwo steht und sich unterhält und Gespräche führt und so. Aber ich, boah, Junge, da brennt mein Gehirn weg. Ich kann das echt nicht. Da habe ich immer das Verlangen, einfach offline zu gehen. Man kann ja, wir stehen ja mit Peanut und so auch im Kreis und unterhalten uns, aber man merkt das. Ich merke das in den Knochen, wenn gar nichts abgeht, Alter. Du merkst das einfach als Spieler, wenn auf dem Server an dem Tag so, es geht einfach nichts. Du siehst niemanden, es passiert einfach nichts, Alter. Boah, nee, Bruder, bitte nicht. Ehrlich. Seit Alternate Life habe ich damit zu kämpfen in meinem Kopf, ne? Obwohl das vielleicht auch nicht so schlimm ist, so. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber für mich ist das ganz schlimm manchmal. Zumindest auf Curtis. Außer wenn neue Klamotten drin sind und das nicht anfängt, so, dann hast du wenigstens ein bisschen was zu tun. Aber wenn das nur 2-3 Stunden sind, dann ist in Ordnung. Nee, RP ist nicht tot. Ach du, dann geh mal weg hier, bitte. RP ist tot, Junge. Fang du erst mal mit RP an, deine komischen Badewann-Streams, die du da gemacht hast, Chili Jesus, ich weiß genau, wo du bist, Alter. Du alten Kika, du. Suira, Dankeschön für den Prime im 10. Hast du ja auch lange genug gemacht, auch im Kreis brauchst du mal eine Pause. Naja, Kreis an sich ist ja, wie gesagt, nicht so schlimm. Aber du merkst das, als Spieler selber merkst du das so, heute geht gar nichts auf dem Server. Heute ist wieder eine Geiselnahme noch sonst irgendwas. Heute wird nichts passieren, so, das ist absolut langweilig. Und so spiele ich halt nicht. Ich spiele halt nicht für den Stream so, dass ich sage, yo, ich bin übelst der Lustige und ich zeige jetzt hier den krassen Content so. Ich zeige euch das, was ich eh machen würde. Weil so spiele ich auch auf Stream. Die einen oder anderen wissen das, auch wenn die mich mal woanders im Stream gesehen haben, wenn ich irgendwie auf Stream unterwegs war. Ich spiele genau so. Also früher hat mich das auch nie gestört, aber seitdem Peanut da ist, nur noch was abgeht zu 90%, merkt man halt, wie gewaltig den Unterschied und der Kreis im Vergleich zum Kurz ist auch so, Alter, ist auch so.
wir stehen ja mit Pien, Mann, allein das Wort im Mund zu nehmen, dieses Kreis-RP, weil das gehört einfach dazu. Aber wir stehen ja mit dem auch irgendwo rum. Und mit Twinkie und Pinsel und was weiß ich, Alter, und unterhalten uns. Aber das ist nicht so wie bei Curtis. Hallo Da Vinci. Hallo Herr Chef, wie ist es Ihnen? Alles gut, tipptopp weitermachen. Und Taina, Chat. Naja, Da Vinci, ich glaube, Da Vinci, wir haben so das gleiche Problem. Ehrlich. Ich werde langsam verrückt hier. Das ist alles, Alter, ich, keine Ahnung. Ich habe irgendwie so voll das Verlangen. Ich fühle mich in meinem Kopf so wie in einem Gefängnis, Alter, weißt du? Das, ey, ohne Witz. Ich habe irgendwie so voll das Verlangen, irgendwo auszubrechen. Ich muss jeden Tag immer, auch wenn der RP Spaß macht und alles, das ist alles egal. Aber diese Barrikade im Kopf und so, das, also langsam zerrt das echt an meinen Nerven alles. Boah, ich werde echt irre, Alter. Ich weiß ehrlich, ich habe Dienstag, Mittwoch sogar so den Stuff erledigt, so Real-Life-Dinger und bla 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 und dies und das geklärt und bla bla bla. Und hab entspannt und hab ein bisschen einfach so ganz chillig so PvE Rust gezockt mit Mila und Giffy und so. Einfach so, um auch mal was anderes zu sehen vor der Glotze, Alter, weil was willst du sonst machen? Ey, aber das fickt meinen Kopf irgendwie. Obwohl mir das ja als Streamer, sag ich mal, so in die Karten spielt, ne, weil alle irgendwie zu Hause hängen. Und ja, was willst du machen, wenn du keinen Fernseher guckst, dann guckst du Streams und so, aber trotzdem, man, I feel it, Alter. Langsam werde ich auch irre. Boah, das ist ganz schlimm. Ja, irgendwann bist du irre in der Bohne, ohne Garten wäre ich schon durch die Wände bauen. Ich habe nicht mal einen Garten, Alter. Wir haben hier keinen Garten, Mann. Ich würde, oh mein Gott. Geh mal ins Grüne, hilft mir immer. Ja, aber das ist ein Teufelskreis, ne? Wenn du so wirklich so ein bisschen depressed bist, Alter, so, dann bist du einfach null motiviert für nix. Muss man ja kein Geheimnis draus machen, so. Ich hab auf jeden Fall einen leichten Knacks im Kopf drinne. Das merkt halt jeder, der sich da ein bisschen mit auskennt oder der das vielleicht auch hat. So, es gibt Tage, da bin ich hoch motiviert, Alter, und dann gibt's einfach Tage, da stehe ich auf und denk mir, yo, fick die Welt, Alter, wo ist mein Kuchen, so. Lass mich alle in Ruhe. Da bringt dir gar nichts, Junge. Da kannst du Streamer sein, da kannst. Klar, ist das mein Job und ich muss das ernst nehmen. So, aber in dem Moment ist mir einfach alles egal, so. Weil ich will einfach Seelenfrieden haben und Ruhe in meinem Kopf. Ich will keinen Krieg gegen mich selber führen, so, weißt du? Das haben wir damals schon gemacht und da ecke ich auch manchmal an, so. Vor allem mit meiner älteren Schwester, so. Die ist ja. Hat ja weitaus mehr Erfahrung im Berufsleben und alles Mögliche als ich und so. Und die sieht da doch ganz anders aus und da ecke ich sehr stark mit dir an. Manchmal, zumindest. Seit 11 Jahren bin ich gewohnt, jeden Samstag und zusätzlich alle 2 Wochen freitags Stildart und Samstag DE-Dart Ligaspiel zu haben. Ich raste dir förmlich aus, ja, das ist. War die Tage, es so warm war, wir mit dem Hund fast den ganzen Tag draußen, habe auf der Wiese gechillt, musste mich aber auch sehr zwingen dazu. Ja. Ich bin gerade noch nicht an dem Punkt angelangt, wo ich mir selbst in den Arsch trete und sage, yo, du Fraggle, du, Alter. Geh mal, mach mal jetzt hier. Ich habe auch immer, und ich glaube, das ist so ein typisches Verhalten von jemandem, der keine Motivation hat, weswegen auch immer. Ich habe auch stereotypisch immer Ausreden für mich selber parat. Die ich dann auch selbst belief, so selbst glaube, ne? Also ich sag mir dann selbst irgendwas und glaub dann daran und hab dann eine Ausrede für mich, etwas irgendwas nicht zu tun. So, das ist halt, das ist echt Teufelskreis, Mann. Aber ja, da müssen wir gerade alle durch. Zieh mir gerade nach und nach die anderen Best-ofs Curtis YouTube rein. Wenn ich mal freie Minuten hab, zu geil. Dankeschön. Halbe Selbstkoffee. Ja, aber das ist ja was Alltägliches. Würde eingehen und eine Mucke, ja, das sowieso. Ist doch was Alltägliches, das hat doch jeder irgendwo mal. Ist halt schwierig momentan. Also ich arbeite den ganzen Tag auf dem Bau und bin froh, wenn ich abends zu Hause bin. Ja, da erkennst du mal, wie wichtig das ist auch, ne? Ich glaube, am wichtigsten ist das aber, Chucky, du hast ja auch soziale Kontakte so auf der Arbeit, so, du hast ja mit Menschen zu tun. Ich glaube, das ist am wichtigsten. Dass du dich ja einfach mal irgendwo hinsetzen kannst mit Freunden oder so. Oder mit Familie und einfach mal
Boah, jetzt würdest du so einen richtig dicken Dübel rauchen, Alter. Ab ins Auto, ein paar Runden drehen oder irgendwo hinfahren, hilft immer. Tapetenwechsel, ja. Ob das Menschen sind, weiß ich noch nicht. Nizzle, danke schön für den Prime im 9. und CGI Flames, danke für den Resub im 7. und Next Game, danke für den Resub im 14. Kuss auf die Nuss mit Schmackes. Motivation, Buzzet, Vigilant und M24. Ist das ein Lied? Bruder, wir haben selber Lieder, aber danke. Vielleicht wünschen wir weiter. Komm, wir hören mal, was du da, sag mal, ja. Dein Moped gibt's nicht mehr auf Dings, Alter. Auf Spotify. Kann man direkt klicken. Neorax, Dankeschön für Luisa beim zweiten. Bleib wie du bist. Ich werde mich nie verändern. Und wenn du zum Positiven, danke. Hab eine neue Funktion angenommen. Innerhalb von 2 Wochen einfach mal 15 Stunden Überzeit gemacht. Hashtag läuft. Hey. Wenn man wieder bedenkenlos reisen kann, werde ich mir erst 2 Wochen Urlaub gönnen, Handy aus, kein Internet, einfach wieder einen klaren Kopf bekommen. Denke, das brauchen wir alle. Naja, der eine oder andere kommt besser damit klar, ne? Was geht ab, Tweety? Curtis mag es nicht mal, wenn andere zum Grillen zu mir kommen. Ach, erzähl nicht, guck mal, Junge. Willst du jetzt hier den Internet-RP-Beef auspacken, Alter? Dann nehme ich dich aber mal komplett hops, du. Pass ja auf. Ich weiß genau, was du meinst. Das mir zollt die nämlich, ne? Diese zur Arbeit fahren, andere Menschen sehen, mit denen sprechen, habe ich halt nicht. Ich habe nur mich hier und Familie, aber 24-7 immer die gleichen Gesichter, da wirst du Matsch in der Birne. Man muss seine Ruhe finden. RP und so, zocken, streamen, so ist mein Ventil, aber manchmal habe ich nichts zum, Manchmal habe ich keinen Treibstoff. Bin mal rauchen. Bis dahin haben sie sich ja beruhigt, Herr Kusch. Gleich mache ich einen Kreis, da kannst du tanzen, Bruder. Ich hatte heute Post. Der Mann meiner Kollegen ist Mitte 50 an Corona gestorben. Und ihre Welt liegt in Scherben. Ich werde einen Teufel tun und mit mich beschweren wegen zu Hause sein müssen. Nee, das ist ja auch vernünftig, wenn man das alles meint. So meinte ich das ja nicht. So meinte ich das ja nicht. Das ist schon vernünftig, wenn man keinen Kontakt mit anderen hat. Aber schwierig alles. Selber voll lucky. By the way, in 4 Wochen geht es im Urlaub. Ah, du Oma, du bist im Urlaub, ne? Hast du letztes Mal geschrieben. So, ich hoffe, ihr hattet gestern trotzdem einen schönen Tag. Ihr seid alle gesund. Mal jetzt eine Duftkerze, dann gehen wir in den Pommes und gucken, ob wir unsere Stimmung, zumindest meine, ein bisschen aufhellen können, wie mit Zahnpasta. Und wenn nicht, dann ist das halt ein Grumpy Day heute. Dann müssen wir dann alle mit klarkommen. Gute Nacht, hallo, ich mache noch Duftkerze. Und Faith, Dankeschön für den Resub im 10. Monat. Nordsee-Ferienhaus, ich komme mit, Oma. Nimm mich bitte mit in Gepäck. Jo, endlich OG. Ja, aber du warst, was ist denn Zap jetzt her? Du warst doch gerade noch gar kein Zap. Benz, bist du ein Hacker, man? In 4 Wochen, nicht 4 Wochen lang, wollte ich schon sagen. Du wirst auch nicht eingeladen, Lucky. Du alten RP-Verweigerer, du. Prime-Abo? Aber nicht heute, ne? Weil vorhin wurde es mir noch als Nunzap angezeigt. Komisches Twitch wieder. Du wirst nicht eingeladen, Lucky. Ja, die Klappe, du. Lucky macht RP-Flucht, ja. Wir gehen auf Curtis. Lucky ist auch da. Yo, krieg ich einen Jersey? Ne, Lucky können wir dir nicht geben. Lucky ist wieder weg. Macht keine Pommes mehr. Stiche in mein Herz. Ah,
Ich bin noch am Überlegen, vielleicht mal die Jungs zu besuchen, Alter. Aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Und ich weiß nur nicht, wie ich das machen würde, wenn ich es machen wollen werde, tun würde. Wie bei Vlo. Schön die Jungs mal wieder. Let's go. Ja, die sind momentan auf The Bowie, Alter. Die machen da chillige EP. Hab mein Sub mit Paysafe bezahlt und mir wurde angezeigt, dass die Zahlung nicht funktioniert hat, aber anscheinend hat es doch geklappt. Oh, immer von rechts pushen, ein bisschen Gambo. Könntest du einfach machen, wenig denken, einfach machen. Ja. Einfach machen. Genau, was habe ich zu verlieren? Gambo Beste. Ich bin aber zu schlecht für Gambo. Ich will kein Gambo. The Bowie ist nix. Was macht denn dich zum Experten, Vince? Hat nicht jeder Server seine Daseinsberechtigung? Dungeon hat anscheinend anders Bock auf Corp-RP auf Sektor. Dungeon wird aber, glaube ich, nicht mehr lange Corp-RP machen. Soweit ich das weiß. Das ist, was hat er gesagt? Zeitüberbrückung oder so. Tatsache. Ich war da, Storyline. Was? Ich verstehe nicht, Benz. Ich war auch die ganze Zeit auf The Bowie, aber es bockt einfach nicht, so viel Gammo zu machen. Und viele sind halt nur zum Gammo machen da. Ja. Ich rede ja auch nicht großartig davon. Ich habe ja nur gesagt, vielleicht mal die Jungs einfach besuchen, weißt du? Mal so einen Urlaubstag im Stream machen. Ich weiß, dass Storyline ein Server ist. Hallo Chris. Was hat es jetzt mit dem Toaster auf sich? Wir wollen, gestern Morgen oder so, saßen wir im Teamspeak und da haben wir irgendwie über Essen geredet, weil ich gucke immer irgendwelche Essensvideos auf YouTube, so, warum auch immer, keine Ahnung. Und da war Mila auch dabei und so. Und dann haben wir ein bisschen rumgemimt und habe ich gesagt, die Mila siehst du auch nur in der Küche, nicht zum Kochen, sondern nur, wenn die sich mit der Kippe am Toaster was anmachen will. Dann haben wir gelacht und habe ich gesagt, yo, den Spruch fand ich lustig, Alter. So, ist halt, ne? Und unscheinbar, danke schon für die Wies am 17. Wir gehen jetzt in eine Permis, Alter. Oh, ich muss jetzt Dings testen. Weil das backt manchmal rum. Assalamu alaikum. Ihr müsst mich doppelt hören jetzt, aber funktioniert. Ja, Salami. Ja, Salami. Let's go. Ja, ich schon mach ich gleich aus. Ardemanns Kitchen, besser. Ja, Mann, Alter. Der Typ rennt einfach im Wald, Alter, und kocht da Burger und kocht da Burger. Macht da Burger und so. Ist voll gut. Ja, hatte, glaube ich, nur mal Johnny Ize gesehen. Ja, die rennen da rum. Hallo, MDK. Ich muss ehrlich zugeben, ein bisschen vermisse ich die auch, ja? Die Knallköpfe. Aber ich bin nicht für Gambo geschaffen. Also nicht mehr. Ich habe da keinen Turn mehr drauf, Alter. Muss ich echt zugeben. Aber wir können ja als Abo Peanut oder so da hingehen und Assalamu alaikum sagen und ein bisschen rumlaufen und gucken. Du guckst beim Kochen oder beim Essen zu? Ich guck beim Kochen zu. Meistens, wenn ich esse. Irgendwie turnt das voll. Weil Junge, ich mit meinem Dinglisch, Alter. Irgendwie bockt das richtig mies. Wenn du selbst am Essen bist und dann dazu guckst, wie da irgendeiner was kocht, Mann. Das Hardcore-Gambo ist mir auch zu viel. Ja, ich mag's. Hab so Hallo sagen und gucken ein bisschen, geht immer. Hallo, Fedder Gin, ja, Baxi Malone. Junge, der kriegt immer nur Lieder durch. Ist auch wieder neu, glaube ich. Wer ist denn das? Ja, das ist das Neue von dem. So, ich hoffe, dass die Möhre läuft, aber hat der letzte Mal auch funktioniert.
Schmeckt der Toast gleich nach Burger, wenn man die Videos sieht? Ist so, Alter. Skidöpfel. Hola, Schmackomatz. Warte mal, wollte der Kuba nicht nur rauchen gehen? Wo ist der Typ hin, Alter? Was raucht denn der da? Nee, NASA ist wieder da, ist er wieder repariert. Er war ja wieder dickster Fehler. Stand zwar nichts dabei, aber ist gut.